Ja, also ich denke, die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, war sehr kampfbetontes Spiel, war, ich denke, dass wir ein bisschen mehr versucht haben, Fußball zu spielen, was natürlich auch nicht ganz so einfach ist auf dem Platz. Dann war klar, dass natürlich, sagen wir, die großen Torchancen ja, nicht da sein werden. Das war auch so. Es waren, glaube ich, bei uns zwei Situationen oder Standardsituationen, bei Babelsberg war eine, den Ball auf der Linie klären. Das waren so die Highlights in der ersten Halbzeit. Ich denke, man hat schon gemerkt, dass keine Mannschaft irgendwo ein großes Risiko gehen wollte. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit dann den Dani Fier früh rausgenommen, ein bisschen muskuläre Probleme gehabt. Da haben dann umgestellt, haben dann einen richtigen Stürmer auch vorne gebracht. Haben wir vorher mit Stöger nur so einen halben gehabt. Ich denke, dass wir da vorne natürlich auch ein bisschen gefährlicher wurden dadurch und ja, hatten drei, vier Halbmöglichkeiten. Zwei Distanzschüsse von Manu Janzer, die knapp waren. Ich denke, wir haben. Ja, war näher sicherlich dran am Führungstor, ohne das dann erzielt zu haben. Und unterm Strich ist dann, denke ich, die Punkteteilung in Ordnung. Für uns, denke ich, einfach um uns abzusichern, dass nach hinten nichts mehr groß passiert. Und für Babelsberg, ich glaube, sind sie über dem Strich dann auch. Deswegen war es dann auch ein wichtiger Punkt. Und ja, für den Trainerkollegen natürlich auch, denke ich, ein ganz ordentliches Debüt dann. Danke.